Sind wir hier alle komplett und würde ich sagen, legen wir auch direkt pünktlich los. Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich zu dem Webinar von Micha Bloß und mir begrüßen. Ihr habt das gesehen in der Einladung, es geht um Kreislaufwirtschaft und das Right to Repair. Micha und ich, wir sind beide Europaabgeordnete und beschäftigen uns in verschiedenen Ausschüssen, Micha im Umweltausschuss, ich mich im Binnenmarktausschuss mit den Themen der Kreislaufwirtschaft. Und wir haben dieses Thema heute ganz bewusst gesetzt. Ihr wisst, es geht gerade irgendwie die ganze Zeit nur um Corona, Corona hier, Corona da, und ist auch total wichtig und total verständlich. Wir finden aber, dass natürlich auch andere Themen weitergedacht werden müssen und dass vor allen Dingen auch jetzt gerade wichtig ist, dass diese ganzen Umweltthemen nicht untergehen. Und deswegen haben Micha und ich uns überlegt, dass wir sozusagen heute sowohl mal aus einer Aktivistenperspektive, aber halt auch aus einer Fachperspektive darüber sprechen, was gerade so auf europäischer Ebene passiert, was aber auch vielleicht eben auf individueller Ebene passiert und gerade so die Trends sind. Und bevor ich jetzt sozusagen in den Ablauf einsteige und unsere tollen Referentinnen vorstelle, vielleicht nochmal ganz kurz, Micha, dass du dich auch nochmal vorstellst. Herzlich willkommen alle. Vielen Dank, dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr zu Hause seid und hoffentlich geht's allen gut. Genau, wie Anna das einfach gerade gesagt hat, wir nutzen jetzt diese Zeit in der Corona-Krise, um auch über die Dinge zu informieren, die gerade auf der europäischen Ebene stattfinden und vielleicht auch darüber nachzudenken, jetzt auch in diesem Webinar, wie kann man das eigentlich zum Beispiel auch verbinden, dieser Ansatz der Kreislaufwirtschaft, wie kann man sagen, ihn dafür nutzen, um später aus der Krise, aus der ökonomischen Krise rauszukommen, dort zu investieren. Das wollen wir alles mit euch debattieren und da freue ich mich wirklich sehr auf dieses Webinar, auch auf unsere Studentinnen, die wir eingeladen haben. Das wird mega spannend. Aber jetzt hat Anna erstmal ein ganz spannendes Tool hier vorbereitet. Ich bin auch schon ganz interessiert, was da jetzt passieren wird, was du da gerade einblendest. Ja, hoffen wir, es funktioniert. Technik, die begeistert, aber ich glaube, es läuft. Genau, bevor ich euch das Tool erkläre, nochmal ganz kurz zum Ablauf. Also, wir haben jetzt einen ganz, ganz kleinen interaktiven Teil, damit ihr auch direkt am Anfang schon so ein bisschen mitmachen könnt und nicht nur irgendwie die ganze Zeit zuhört. Aber am Ende habt ihr natürlich auch noch einen ganz wichtigen Part, nämlich Fragen zu stellen. Wir wollen es jetzt so machen, dass wir nach diesem kurzen interaktiven Part, wo wir so ein bisschen verstehen sollen wollen, was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft, Mini-Interviews machen. Also, einmal Micha und unserer einen Referentin, die ich ganz, ganz herzlich willkommen heiße, Marilena Behrens. Sie ist eben sozusagen Bloggerin, Podcasterin, Aktivistin, Zukunftskünstlerin in diesen ganzen Bereichen Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Leben und beleuchtet das Thema dann eher aus einer quasi Aktivistin-Perspektive. Und danach werde ich ein kleines Interview führen mit Rebecca Heinz von Germanwatch. Sie ist dort Referentin für Ressourcengerechtigkeit. Und ist auch Mitglied am Runden Tisch Reparatur, also wo wir dann auch vor allem mal so ein bisschen über die fachliche Ebene reden und welche Kritikvorschläge der EU kamen denn da gerade. Und am Ende habt ihr, oder das heißt am Ende, die letzte halbe, dreiviertel Stunde, habt ihr dann auf jeden Fall ganz viel Zeit, auch nochmal Rückfragen zu stellen und zu diskutieren. Ihr seht dann auch, dass ihr so ein paar Tools habt, also ihr könnt entweder die Hand heben und dann auch selber was sagen oder auch eure Fragen in den Chat schreiben. Nochmal so die Datenschutzhinweise. Also das ganze Webinar wird jetzt aufgezeichnet. Es ist aber so, dass wenn wir eure Fragen vorlesen, dann nehmen wir nur die Vornamen logischerweise und auch die Sachen, wo ihr selber euch meldet, werden, glaube ich, meiner Meinung nach rausgeschnitten. Also das heißt, ihr müsst jetzt keine Datenschutzbedenken haben. Genau, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich habe gesehen auch, dass ein paar von euch direkt schon mitgemacht haben bei unserer ersten Frage. Wir haben insgesamt drei Fragen vorbereitet. Vielleicht jetzt nochmal an alle. Geht bitte zu dieser Website, wenn ihr Bock habt, www.menti.com und gebt diesen Code ein und dann landet ihr sozusagen auf unserer Seite und könnt direkt mitmachen und einfach mal eingeben, was versteht ihr eigentlich unter Kreislaufwirtschaft? Weil das ist ja das große Thema, um was es heute geht. Ich habe gesehen, ein paar Leute haben schon die ganze Zeit fleißig mitgemacht. Das ist richtig super. Ich warte jetzt einfach noch mal irgendwie 10 Sekunden, bis noch ein paar mehr Leute ihre Antworten eingegeben haben. Ich hoffe, dass ich es dann noch lesen kann.
Und wie ich das Tool richtig verstanden habe, ist es eben so, dass die größeren Begriffe dann auch öfter eingegeben wurden. Deswegen versuche ich jetzt schon mal so ein bisschen vorzulesen. Ihr könnt es ja aber auch alle sehen. Und vielleicht können auch die beiden Referentinnen dann später in den kleinen Interviews ein bisschen darauf eingehen. Also ganz oft wird gesagt, Cradle to Cradle. Also dass ja genau dieses Kreis, dieser Kreislaufgedanke, dass Sachen nicht weggeschmissen werden, sondern dass sozusagen wieder benutzt werden. Wiederverwertung, Abfallvermeidung, Right to Repair. Nachhaltigkeit, Zero Waste, auch ganz, ganz wichtig. Ui, jetzt wird es immer kleiner. Upcycling, regenerative Systeme, recycelbar. Ja, und ich glaube, Zero, genau, Zero Waste ist auch mehrfach. Recycling. Abfallvermeidung. Super, genau. Also ich glaube, ihr habt alle schon keinen Abfall. Eine sehr gute Vorstellung davon und sehr viele Ideen, was eigentlich dieses ganze große Thema Kreislaufwirtschaft beinhaltet. Denn es ist kein kleines Thema, das werden wir auch heute Abend merken. Es hat ganz, ganz viele Aspekte über eben Abfall, Verpackung, Plastik, Chemikalien. Aber auch wie Produkte designt sind. Und das habt ihr alles schon echt super gerade erfasst. Ich würde vorschlagen, dass wir zur nächsten Frage gehen. Ich glaube, jetzt muss Aldo das weiterklicken auf dieser Website. Yay. Einfach mal so eine kleine Wissensfrage, um zu illustrieren, warum wir überhaupt über Kreislaufwirtschaft reden. Wie lange, glaubt ihr, ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Handys? Ja, also wenn ich mir das so anschaue, da liegen tatsächlich die meisten Antworten so zwischen einem Jahr und 3 Jahren. Und auch da sieht man, dass ihr schon sehr informiert seid und dass ihr euch wahrscheinlich auch schon mit dem Thema beschäftigt habt. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Handys beträgt nur 2,5 Jahre in der Tat. Und das ist nochmal eine Illustration, warum wir überhaupt über das Thema heute reden, denn das ist eigentlich total krass. Die meisten Handys könnten wahrscheinlich, wenn man wirklich will, 10 Jahre halten oder so. Nur weil der Akku schneller kaputt geht oder weil die Kamera veraltet ist, werden sie eben sehr schnell weggeschmissen und unglaublich viele Ressourcen quasi umsonst dann auch verbraucht. Super, vielen Dank fürs Mitmachen. Dann gehen wir zur letzten Frage. Waiting for Players. Eigentlich sollte die letzte Frage heißen, wie viel Elektroschrott verbrauchen wir durchschnittlich in der EU, aber das sieht jetzt irgendwie anders aus. ich weiß nicht, Aldo, kannst du noch mal eins zurückmachen oder noch mal eins weiter? Ansonsten lassen wir die letzte Frage aus, weil die ist es garantiert nicht. Ah, yes. Ach nee, das war noch die alte vom Handy. Nee, nochmal zurück. Egal, sonst lassen wir es. Also eigentlich hatten wir noch die Frage, wie viel Elektroschrott eine EU-Bürgerin und ein EU-Bürger so im Durchschnitt im Jahr produziert. Aber das sieht auf jeden Fall auch sehr lustig aus mit vielen lustigen Burgern und so. Aber genau, und die Antwort wäre gewesen, in Deutschland werfen die Menschen im Jahr 600.000 Tonnen Elektroschrott weg, also alle Deutschen sozusagen. Also einfach auch nochmal eine Illustration davon. Ah, hier. Jetzt habe ich die Antwort schon gegeben, ja, sorry. 600.000, genau, was echt eine krasse Summe ist. Super, dann vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Das sollte einfach so ein bisschen ein interaktiver Teil sein. Und danke, Aldo, fürs Steuern. Und dann würde ich jetzt einfach direkt an Micha und Marilina übergeben. Ja, vielen, vielen Dank, Anna. Wir sehen, dass man mit solchen Online-Tools
solche Webinare auch ganz interessant gestalten kann und sogar mitmachen kann. Also ich fand das jetzt echt spannend. Jetzt, Marilena, während du bloggst, du bist auf Instagram unterwegs zum Thema Zero Waste, zum Thema, wie ist eigentlich, was bedeutet Nachhaltigkeit, wie können wir nachhaltig leben, hast oder studierst Philosophie und hast auch dieses Kollektiv Zukunftskunst gegründet. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Und wir wollten jetzt einfach mit dir mal einsteigen, um so ein bisschen mit dir über diese Frage zu reden. Was bedeutet eigentlich dieser nachhaltigen Lebensstil? Wie viel müssen wir als Konsumentinnen und Konsumenten selber machen? Wie viel sollte der Staat machen, um sozusagen so diese in diese Frage von Kreislaufwirtschaft einzusteigen? Und ich wollte dich gleich mal am Anfang fragen, weil du dich auch so viel damit auseinandersetzt, was ist eigentlich für dich ein nachhaltiger Lebensstil? Also was bedeutet das genau? Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Für mich auch ein komplett neues Format. Und zu deiner ersten Frage, was bedeutet ein nachhaltiger Lebensstil für mich? Ist natürlich erstmal die Frage, bezieht sich das auf mich sozusagen als Individuum oder ganz grundsätzlich im Allgemeinen auf die Gesellschaft bezogen? Und ich muss sofort bei Nachhaltigkeit, wenn ich über nachhaltige Lebensstile nachdenke, dann kommt mir sofort die Definition von der Brundtland-Kommission in den Kopf, die ja besagt, dass nachhaltige Entwicklung eine ist, die heutigen Generationen oder beziehungsweise die Entwicklung der kommenden Generation nicht aufopfert für die heutigen. Also dass sozusagen die Bedürfnisse der nachkommenden Generation berücksichtigt werden. Und das kann man ja auch, oder das kann man auf den eigenen Lebensstil übertragen oder sich fragen, wie lebe ich eigentlich, den eigenen Lebensstil hinterfragen. Und insofern bedeutet für mich, auf meinen Lebensstil bezogen, frage ich mich eben auch oder hinterfrage ich den Status quo, mein eigenes Handeln, mein eigenes Denken. Ich glaube, das Weltbild ist da ganz entscheidend, was natürlich auch von den sozioökonomischen Rahmenbedingungen abhängt, in denen ich auch aufwachse und andere Menschen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, ein essentieller Part, dass ich eben hinterfrage, wie denke und wie lebe ich. Und wenn ich eine Inkonsistenz feststelle, dass ich zum Beispiel sehr viel, wenn ich jetzt beispielsweise viel reise, dann kann ich mich hinterfragen, ist das wirklich nachhaltig? Und wenn nicht, dann versuchen im Rahmen der Möglichkeiten sozusagen diese Inkonsistenz zu beseitigen, dass es besser wird, dass es nachhaltiger wird, der Lebensstil, wobei das natürlich auch abhängig ist, eben wie gut die Rahmenbedingungen sind. Und wie, wenn du jetzt, also weil du auch so viel drüber nachdenkst und bloggst, wo siehst du sozusagen die Verantwortung beim Individuum, wie viel soll der Staat machen? Sozusagen liegt es einfach nur an uns, dass wir sagen, okay, wir dürfen jetzt nicht mehr fliegen oder müssen wir sozusagen Fliegen verbieten? Wie siehst du da die Balance? Also ich glaube, dass das letztendlich immer eine gegenseitige Einflussnahme ist und das andere auf keinen Fall passieren darf, dass letztendlich die Verantwortung auf das Individuum abgewälzt wird. Der Konsument oder die Konsumentin sozusagen für die nachhaltige Entwicklung die Verantwortung komplett zu tragen, sondern es ist letztendlich in meinen Augen ein Zusammenspiel aus von allen Akteuren von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und Individuen, die dazu beitragen können, weil letztendlich in der Wissenschaft spricht man oder in der transformativen Wissenschaft spricht man oft von einer doppelten Entkopplung. Das heißt, es muss ja nicht nur eine Entkopplung stattfinden von der von Umweltverbrauch, vom Bruttosozialprodukt, sondern letztendlich auch von den Lebensstilen. Und die beeinflussen wir Menschen ja einerseits, dadurch, wie wir leben und womit wir uns beschäftigen. Und die Politik kann da eben auch die Rahmenbedingungen dafür verändern und vor allem erleichtern, damit sozusagen richtiges Handeln einfacher wird. Und wenn jetzt, wo wir gerade bei der Politik sind, wenn du dich jetzt damit so auseinandersetzt, was denkst du, was sind da sozusagen einfache Dinge, die die Politik mal ändern sollte? Oder wo siehst du da auch die größten Hürden für einen nachhaltigen Lebensstil, der auch von der Politik kommt, vielleicht diese Hürden? Also ich glaube, vielleicht erstmal sozusagen das Schlechte vorweg. Ich glaube, das Schwierigste, was am schwierigsten zu ändern ist, sind tatsächlich Gewohnheiten und Weltbilder.
die wir Menschen internalisieren, dadurch, wie wir leben, wie wir aufwachsen, wie wir sozialisiert werden. Und das ist allerdings ein Prozess, der, glaube ich, notwendig ist. Wenn man sich anschaut, wie wir Menschen uns in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, haben wir uns ja, da sind sich viele WissenschaftlerInnen einig, dass wir uns immer weiter von der Natur entfernt haben, entfremdet haben zum Teil. Und man spricht ja nicht umsonst davon, dass wir heute in dem Anthropozän leben, also quasi im menschengemachten, menschengemachten Weltzeitalter. Und ich glaube, dass dieser Kulturwandel, der geht nicht von heute auf morgen, aber ist notwendig. Und die Frage ist eben, haben wir die Zeit dafür? Wo ich dann wiederum die Chancen sehe, wo ich glaube, dass Politik oder beziehungsweise wo angesetzt werden kann, sind einerseits eben diese Rahmenbedingungen zu vereinfachen, also richtiges Handeln einfacher zu machen, was ja zum Beispiel durch die Kreislaufwirtschaft möglich gemacht wird, dass Konsumentinnen oder Bürgerinnen und Bürger leichter Entscheidungen treffen können, die ja auch nachhaltig sind, Unternehmen auch leichter sich dahingehend ausrichten können. Und das lässt sich natürlich auch übertragen, zum Beispiel auf solche Themen wie Ausstieg aus nicht nachhaltigen Sektoren, wie zum Beispiel Kohle und Investitionen in dagegen nachhaltige Sektoren, regenerative Energien. Ich glaube, das sind alles Ansatzpunkte, wo man gut ansetzen kann. Jetzt versuchen wir, oder beziehungsweise die Politik, wir Grünen versuchen das über die Kreislaufwirtschaft, die Kommission hat das gerade angestoßen mit dem Kreislaufwirtschaftsaktionsprogramm, genau auch dort reinzugehen und sowas wie zum Beispiel Zero Waste, also dass wir gar keinen Abfall mehr produzieren oder den ganzen Abfall, der produziert wird, dass er wieder recycelt wird, sowas umzusetzen. Zero Waste ist ja auch sozusagen auch fast so ein Lifestyle geworden, also es gibt irgendwie, wir gehen jetzt mit den Einmachgläsern in den Supermarkt und benutzen keine Plastiktüten mehr, sondern sozusagen unsere eigenen kleinen Täschchen, vielleicht die eigene Kosmetik selber herstellen, versuchen Secondhand einzukaufen. Also es ist irgendwie eine gesellschaftliche Bewegung, aber es muss man sich irgendwie auch leisten können. So, das ist auch immer so ein bisschen die Balance dazwischen. Also wie siehst du dieses Zero Waste, diesen Lebensstil? Siehst du auch was Kritisches daran oder wie reflektierst du das? Also ich finde, du hast das eben ja eigentlich schon ganz gut, hast das ganz gut differenziert, oder musst es differenziert betrachten, finde ich. Also einerseits ist es natürlich positiv zu sehen, dass dadurch eine gewisse Sichtbarkeit entsteht, dass Menschen sehen, okay, es gibt tatsächlich auch alternative Lebensmodelle jenseits des Massenkonsums, des Wegwerfens. Eben auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es ist zum Teil noch schwieriger, solche Lebensstile zu führen, wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass nicht jede Kleinstadt, nicht jedes Dorf, nicht mal jede Großstadt zum Beispiel unverpackt Läden besitzt. Und sowas muss man natürlich beachten. Das heißt, man muss schauen, ob das jetzt nicht einfach nur eine privilegierte Bubble, einer privilegierten Bubble vorbehalten bleibt. Und gleichzeitig auch, ob es nicht einfach nur eine Verlängerung eines Selbstoptimierungs- und Effizienzparadigmas wird. Also im Sinne von, ich muss jetzt immer noch mehr Zero Waste, ich muss das bis zum geht nicht mehr optimieren und dabei das große Ganze ja eigentlich aus den Augen verliert, weil letztendlich geht es ja darum, das Hier und Jetzt und die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Und das ist nicht allein vom Individuum abhängig. Ob ich jetzt mal eine blöde Plastiktüte kaufe, ist nicht der Untergang der Welt, sondern es trägt natürlich dazu bei, aber es hängt nicht von diesem einen Menschen ab. Und ich glaube, das braucht zusätzlich eben noch einen politischen Aktivismus zu Zero Waste. Und was wir sozusagen dieser Green Deal, der wurde jetzt ja von der Europäischen Kommission gelauncht als riesengroßes Programm, um die Wirtschaft zu umzustrukturieren, wo die Kreislaufwirtschaft auch ein wichtiger Teil davon sein soll. Ich weiß gar nicht, wie viel sozusagen da auch schon bei dir angekommen ist. Wir als Grüne im Europaparlament, wir sehen es auf der einen Seite, ist eine sehr gute Initiative, die wir unterstützen. Wir sehen aber auch, dass da noch nicht sehr viel jetzt an Inhalten da ist. Was hast du davon schon mitbekommen und welche
Wünsche hast du an die Politik in Europa, in Deutschland, um sozusagen diesen die Nachhaltigkeit voranzubringen? Also ich sehe das sehr ähnlich wie ihr, würde ich sagen, also zumindest von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Auch ich sehe das grundsätzlich den Green Deal als einen Schritt in die richtige Richtung, insofern, dass dadurch ein Zeichen gesetzt wird, dass die Politik nicht nur Konferenzen abhält und Debatten führt, sondern das eben auch in Maßnahmen überführt, in Maßnahmen übersetzt, die letztendlich zu einer nachhaltigen Entwicklung langfristig beitragen. Was dann allerdings sozusagen die Umsetzung dessen anbelangt und die einzelnen Maßnahmen, diese einzelnen Unterpakete sozusagen, da ist natürlich fraglich, ob die wirklich so effizient sind. Also ich würde vielleicht nicht so weit gehen und wie Greta Thunberg das Ganze als Kapitulation bezeichnen. Aber wenn man sich mal anschaut, was eigentlich notwendig ist, um das 1,5 Grad oder auch nur das 2 Grad Ziel einzuhalten, dann wird relativ schnell deutlich, dass einige Maßnahmen, glaube ich, zu lasch sind, besonders der Zeithorizont, den sehe ich als zu optimistisch angesetzt. Und insofern würde ich mir schon wünschen, dass das nochmal konsolidiert wird und vielleicht auch angepasst wird. Weil auf der einen Seite ist es verständlich, dass die Politik teilweise nicht unbedingt zu radikalen Maßnahmen greift, aus bürokratischer Sicht. Aber wenn man tatsächlich das Weiterbestehen der Menschheit und des Planeten einem Herzen liegt, dann kann man es wiederum nicht ganz nachvollziehen. Von daher bin ich da auch etwas ambivalent und noch nicht schlüssig, wie das weitergehen kann. Ja, wir können das auf jeden Fall nachher auch im Fragenteil dann auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern vertiefen. Letzte Frage, weil das ist ja auch gerade so ein bisschen dieses Ding mit Kreislaufwirtschaft. Green Deal war eine Antwort auf diese Klimakrise, jetzt mit der Corona-Krise ist die Debatte davon fast wie verschwunden, aber mit der Kreislaufwirtschaft, da verändert sich auch vielleicht ein bisschen die Arbeit, es werden Arbeitsplätze geschaffen, siehst du da auch Chancen da drin, sozusagen jetzt gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass letztendlich dadurch durchaus auch neue Jobs entstehen können, gerade im Bereich der Innovation, der Rohstoffgewinnung, aber auch im Kundenmanagement. Also dass im Moment ist der globale Wirtschaftsmarkt und viele Unternehmen ja darauf ausgerichtet, möglichst viel Umsatz zu machen, möglichst viel abzusetzen. Und die Produktlebenszyklen sind oft eher kurz, wie wir eben schon gesehen haben. Teilweise sogar ist die geplante Obsoleszenz ist ja schon vorgesehen. Und mit einer Kreislaufwirtschaft bestehen ja auch die Möglichkeiten für Unternehmen, ganz neue Segmente für sich zu entdecken und insofern auch vielleicht die Beziehung zu ihren Kunden ganz neu oder zu vertiefen, auszubauen, eventuell auch vielleicht so nutzerintegrierte Produktentwicklung gibt es ja auch schon, die zeigen ja auch letztendlich, dass das den sogenannten Rebound-Effekt minimiert, also wenn man sozusagen die KonsumentInnen mit einbezieht, wenn ein Produkt entsteht, dadurch, dass es dann eben viel, viel effizienter und besser genutzt werden kann. Vielen, vielen Dank jetzt fürs Erste. Wir diskutieren gleich weiter mit dir und mit allen anderen auch. Wie gesagt, ihr könnt schon Fragen stellen oder auch die Hand heben. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Anna zurück und dann zu Rebecca zum mehr Technischen. Ja, super, vielen Dank. Das ist super spannend, so diese individuelle Ebene zu beleuchten, aber was du ja auch gesagt hast, Marilena, dass es halt natürlich auch auf die Politik ankommt und auf die Rahmengesetzgebung, klar, und das ist ja auch der Grund, warum wir irgendwie als Politikerinnen und Politiker überhaupt in diesen Parlamenten sitzen, dass wir wirklich solche Rahmenbedingungen schaffen, dass wir eben Konsumentinnen und Konsumenten dahin lenken und Unternehmen dahin lenken, wo es sozusagen am nachhaltigsten ist. Genau, Rebecca habe ich schon gesagt, Referentin bei Germanwatch. Rebecca, wir hatten am Anfang so in diesen Umfragen schon so ein bisschen gesehen, was eigentlich gerade das Problem ist. Aber ich könnte es nochmal ganz kurz zusammenfassen, warum müssen wir eigentlich überhaupt über Kreislaufwirtschaft reden? Was ist denn gerade das Problem? Ja, wir hatten eingangs schon die Zahl gesehen von, ich glaube, es waren 600.000 Tonnen an Elektroschrott, die jährlich in Deutschland anfallen.
Da gibt es immer ganz unterschiedliche Zahlen und es ist ja, man muss ja auch sehen, das ist jetzt ein Bereich, also Elektrosport, da sind viele andere Abfallbereiche noch gar nicht mit einberechnet. Wenn man sich diese Abfallmenge anguckt oder diese Menge an Elektrosport, dann ist es auch wichtig zu sehen, wie viel werden überhaupt davon, also A, wie viel fällt da an, das ist eine unfassbare Menge, und wie viel wird überhaupt dem Recycling zugeführt. Man geht auf EU-Ebene davon aus, dass maximal 40% des anfallenden Elektrosports überhaupt dem Recycling zugeführt werden. Das heißt, 60% gehen in der Verwertung komplett verloren. Das sind ganz wichtige Rohstoffe, die aus dem Kreislauf gezogen werden und in der energetischen Verwertung entweder verbrannt werden oder als illegaler Elektroschrott ins Ausland exportiert werden. Wenn man das jetzt mal so hochrechnet, dann entspricht das einer jährlichen Menge allein für Deutschland von so in etwa 100 Eiffeltürmen, nur um das mal so ein bisschen zu verbildlichen. Und die Konsequenzen, die das hat, ist, dass wir immer noch eine sehr starke Nachfrage haben nach Primärrohstoffen. Gerade Deutschland ist einer der größten Importeure von insbesondere Metallen, die ja gerade in der Elektrobranche, aber auch im Mobilitätsbereich und in der Baubranche eine sehr hohe Relevanz haben. Und diese Primärproduktion, die ist zum einen mit sehr hohen ökologischen Folgeschäden verbunden, zum anderen geht die mit einer sehr hohen Energienutzung einher und hat auch in den Abbauländern gravierende menschenrechtliche Auswirkungen. Weil zum einen Lebensgrundlagen zerstört werden durch Wasserkontamination wie auch Landkontamination und zum anderen der unterschiedliche Konflikte durch die ungleichen Verhältnisse befeuert werden, die mit dem Abbau eben im Zusammenhang stehen mit den dahinterliegenden wirtschaftlichen Interessen. Super, vielen Dank. Du bist aktiv im Runden Tisch Reparatur, das habe ich am Anfang erwähnt. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was ist der Runde Tisch Reparatur, warum braucht es das und was sind eure Hauptforderungen? Na, Germanwatch ist Gründungsmitglied des Runden Tisch Reparaturs. Diese Initiative ging darauf zurück, dass ja, es zum einen viele Umweltorganisationen gibt, die sich natürlich mit dieser Ressourcenfrage beschäftigt. Zum anderen es aber keine Organisation oder Lobby gab, die sich aktiv mit kleinteiligeren, sage ich jetzt mal, kleinteiligen politischen, konkreten Forderungen zusammengeschlossen hat. Und der Runde Tisch Reparatur ist ein Netzwerk aus zum einen Reparaturbetrieben, also Kleinstunternehmen wie auch mittelständischen Unternehmen und zum anderen von Umweltorganisationen, wie eben Germanwatch eine ist, die ja zum einen das Recht auf Reparatur fordern, das ja seinen Ursprung in den USA hatte und in den letzten Jahren als Bewegung auch immer mehr in Europa angekommen ist. Die Grundforderungen sind zum einen, dass wir an politische Rahmenbedingungen fordern, die Reparatur begünstigen. Wenn man sich die Entwicklung von Reparatur anguckt, dann sieht man, dass die Kosten für Reparaturdienstleistungen zwischen 1990 und 2060 um 40% gestiegen sind, während der Neukaufpreis von Elektrogeräten beispielsweise fast um das Gleiche runtergegangen ist. Das heißt, ein wichtiger Schlüssel ist da, die Kosten zu senken für Reparaturdienstleistungen. Das wäre beispielsweise möglich durch eine Steuersenkung, aber auch, dass man den Zugang zu preisgünstigen Ersatzteilen für die Verbraucherinnen, wie aber auch die Reparateure eben gewährleistet. Das heißt, es sind zum anderen Ansprüche, die der Staat an die Hersteller sprechen muss, was Ersatzteilverfügbarkeit angeht, aber auch was Ersatzpreise angeht. Ja, andere Forderungen und Kernforderungen erstrecken sich auch auf das Produktdesign. Grundvoraussetzung, damit ich ein Produkt reparieren kann, ist ja das Design des Produktes. Habe ich verschweißte Hauptkomponenten, wie beispielsweise ein Akku, komme ich da noch leicht dran? Ist mein Display austauschbar, beispielsweise bei einem Handy? Das alles wird von vornherein durch den Hersteller festgelegt. Das heißt, Regulierung muss eigentlich beim Produktdesign unserer Meinung nach beginnen, um Reparatur im Nachgang möglich zu machen. Super, das wären jetzt so im Groben die Forderungen. Und wenn man sich so die Forderung anhört und daneben legt den Aktionsplan Kreislaufwirtschaft der Kommission, den Micha am Anfang erwähnt hat,
Also ich kann es ja mal gerade für alle sagen, das ist sozusagen eines der Herzstücke des Green Deals, den die Kommission irgendwie vorgeschlagen hat. Und das ist so ein Aktionsplan, aus dem dann verschiedene gesetzgeberische oder andere Maßnahmen entstehen. Und wenn du jetzt sozusagen aus NGO-Sicht diesen Aktionsplan, der im Februar veröffentlicht wurde, angeschaut hast, da steht ja auch explizit das Recht auf Reparatur drin und auch viele Sachen, die du gerade angesprochen hast, also dass Produkte so designt sein sollen, dass sie sozusagen länger haltbar sind. Wie bewertest du den? Würdest du sagen, das ist wirklich ein Erfolg? Das ist auch ein Erfolg der NGOs, die jahrelang dafür auch gekämpft haben? Oder siehst du auch kritische Punkte? Fehlt da noch was in diesem Aktionsplan? Ich würde den Aktionsplan als einen deutlichen Meilenstein bezeichnen, was gerade die Forderung des Rechts auf Reparatur eingeht, das dort ja festgeschrieben ist. Wenn man sich jetzt auch den Aufbau des Aktionsplans anschaut, dann ist einer der ersten Punkte, die wirklich genannt werden, ist das Produktdesign und eine Priorisierung von Geräten, die als besonders mit besonders gravierenden Umweltwirkungen in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel Elektrogeräte, aber auch die Kleidungsindustrie, Verpackung und auch eine weitere Palette von Produkten. Das heißt, die Ressourcenfrage wird deutlicher aufgegriffen im Vergleich zur alten Gesetzgebung der Ökodesign-Richtlinie, die primär eigentlich auf diese Energiefrage gesetzt haben, wird mit dem Kreislaufwirtschaftsplan eine viel stärkere Bedeutung den Ressourcen gegeben und zugleich auch eine Langlebigkeit der Produkte. Also es geht nicht nur um eine Kreislaufwirtschaftsführung, das ist ja auch entscheidend, sondern die Frage ist ja auch, wie lange erhalte ich Ressourcen und Rohstoffe im Kreislauf drin? Also je schneller der Kreislauf läuft, umso mehr Energie wird ja auch freigesetzt. Das heißt, die Langlebigkeit von Produkten als wichtige Schnittstelle auch zu energetischen Fragen ist dabei besonders aufgegriffen worden durch diesen Produktdesign-Aspekt. Was auch dabei wichtig ist, ist die Betonung des Einsatzes von Rezyklaten, also von Rohstoffen, also von sekundären Rohstoffen, das heißt Rohstoffe, die durch Recycling wiedergewonnen werden. Da hat die Industrie doch Schwierigkeiten in vielen Bereichen, diese Stoffe wieder einzusetzen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass wir dass wir Stoffe recyceln, sondern dass wir dann sie auch wirklich wiederverwenden. Was mir da bei dem aktuellen Plan noch fehlt, ist die Frage der Maßnahme, wie das konkret dann umgesetzt werden soll, ob das nur durch Anreize funktionieren soll, das heißt durch günstige Preise oder dass es eine verbindliche Vorschrift gibt oder eine verbindliche Richtlinie, wie hoch der Rezyklateinsatz dann im Endeffekt wirklich sein soll. Auch da zeigt sich wieder, je höher der Rezyklateinsatz ist, umso weniger Energie muss ich in meinem Kreislaufsystem auch aufwenden. Die Stahlneugewinnung ist mit 92% höherem Energieeinsatz verbunden als recycelter Stahl zum Beispiel. Das ist bei Aluminium und Kupfer ähnlich, die gerade in der Elektronikbranche sehr wichtig sind. Was ich auch sehr begrüßenswert finde, ist, dass es auch der Kreislaufwirtschaftsplan dieses Product-as-a-Service-Konzept mit aufgreift. Das heißt, dass wir wegkommen vom Haben zum Nutzen. Dass es nicht mehr darum geht, Gegenstände einfach nur selbst zu haben, sondern dass man, das kann zum einen vielleicht ein Fahrradverleihsystem sein, dass ich mir ein Fahrrad mieten kann. Es könnte aber auch zum anderen sein, dass man sich sozial so organisiert, dass man gewisse Produkte teilt, verleiht, vergibt. So ein klassisches Beispiel ist vielleicht die Bohrmaschine. Die wird im Leben durchschnittlich so 17 Stunden genutzt. Da kann man sich ausrechnen, wie viele Rohstoffe eingesetzt wurden für eine relativ kurze Nutzungsdauer. Vielleicht ein Punkt, der wirklich mangelt im Kreislaufwirtschaftsplan, ist zum einen eine konkrete Zielsetzung, was die Vermeidung von, eine Zielsetzung hinsichtlich von Rohstoffreduktion. Ich habe eingangs gesagt, dass die Primärrohstoffförderung, also die Gewinnung von Metallen, die Förderung von Erzen, deren Weiterverarbeitung mit immensen ökologischen und menschenrechtlichen Auswirkungen verknüpft sind. Es gibt in dem Plan keine konkrete Zielsetzung, wie hoch die Senkung des Rohstoffbedarfs sein soll. Und zum anderen gibt es auch keine Regularien oder keine Empfehlungen,
welche Rohstoffe beschafft werden sollen aus dem Ausland. Also die EU importiert hauptsächlich ihre Metalle und Mineralien. Und dass da auch Regularien geschafft werden oder die Frage gestellt wird, welche Abbaumaßnahmen möchten wir eigentlich unterstützen oder aus welchen Quellen möchten wir unsere Rohstoffe beziehen und dass sich beispielsweise in diesem Kontext auch stark gegen einen Tiefseebergbau ausgesprochen werden sollte. Das sind noch Sachen, die wir aus einer Umwelt- und Menschenrechtsperspektive uns fehlen. Ja, das ist gut zu wissen. Also das heißt, Michael und ich sollen uns dann, wenn es ins Parlament kommt, irgendwann dafür einsetzen, dass wir konkrete Ziele haben bei diesen ganzen Rohstoffreduktionszielen. Genau, und in anderen Bereichen kämpfen wir Grüne ja zumindest auch für ein Lieferkettengesetz. Also das würde sozusagen genau auch dafür sorgen, dass die Bedingungen in den Minen zum Beispiel in Abbaugebieten besser werden, zumindest die gravierendsten Menschenrechtsverletzungen verhindert werden. Du hattest erwähnt, dass im runden Tisch Reparatur auch kleinere Unternehmen sitzen oder Repair-Cafés oder was auch immer. Mich würde noch interessieren, wie so ein bisschen die Unternehmenslandschaft einschätzt. Also, weil ich kann mir auch vorstellen, es gibt total viele Unternehmen, die da wirklich auch Bock drauf haben auf Kreislaufwirtschaft. Das hatte Marilena am Anfang auch erwähnt, dass es halt auch sehr auch so ein bisschen ein neues Thema ist oder ein Nischenthema sein kann für viele Unternehmen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sozusagen sonst einen Widerstand gibt, weil das höre ich zumindest jedes Mal, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, dass die EU ja eh schon so viel reguliert und jetzt werden da auch noch Vorgaben gemacht, wie Produkte auszusehen haben und wie lange die haltbar sind. Kannst du dir auch vorstellen, dass da viel Widerstand gibt aus jetzt so Unternehmenskreisen oder würdest du sagen, da sind eigentlich viele on board? Es gibt da sehr großen Widerstand. Kurz oder am Tag der Veröffentlichung des Kreislaufwirtschaftsplans gab es eine Pressemitteilung, die auch sehr viel zitiert wurde in der Presse, in sehr populären Medien, des Digitalisierungsverbandes Bitkom. Da sind die größten Unternehmen aus der Elektronik und Digitalisierung, digital, also aus der digitalen Branche vereint, aber auch internationale Unternehmen. Es ist jetzt auf Deutschland bezogen, aber da sind auch internationale Unternehmen drin, wie Apple, Acer. Also das heißt, die ganzen großen Akteure, wie auch die mittelständigen Akteure, die das Recht auf Reparatur stark kritisiert und abgelehnt haben. Das heißt, da gibt es sehr viel Widerstand. Die Akteure, die im runden Tisch Reparatur versammelt sind, sind Reparateure, sind Ersatzteilhändler. Das heißt, das sind natürlich auch die Akteure, die von einem Recht auf Reparatur profitieren würden. Worum es dem runden Tisch Reparatur ja auch geht, ist, dass Reparatur in gewisser Weise liberalisiert werden muss oder soll. Derzeit ist es so, dass Apple oder die großen Unternehmen eine relativ große Marktmacht haben, was den Reparaturbereich auch angeht, dass Ersatzteile nicht rausgegeben werden und dass so andere, gerade kleinere Reparaturunternehmen im großen also überhaupt gar keine Chance haben, gleichberechtigt an diesem Markt agieren zu können, weil sie gar keinen Zugang zu den entsprechenden Reparaturgeräten haben. Also es fängt beim Werkzeug an, das geht beim Akku weiter. Da soll einfach eine Chancengleichheit hergestellt werden und das würde natürlich auch zulasten der aktuellen Profiteure gehen, weil man dann sich den Reparaturmarkt eben auch teilen müsste, beziehungsweise auch sein Produktdesign und seinen Innovationszyklen entsprechend der Regularien aus Brüssel dann anpassen müsste. Ja, super. Das heißt, da müssen wir uns auch auf Widerstand einstellen. Aber wahrscheinlich ist es gut, eben sich mit denen zu alliieren, die auch ein Interesse haben, das Recht auf Reparatur voranzubringen. Die allerletzte kurze Frage noch, bevor wir dann wirklich dann die Runde öffnen ins Publikum. Es gibt bestimmt schon Länder, die weiter sind als Deutschland, sage ich mal. Was sind denn so positive Beispiele aus anderen Ländern, die man vielleicht auch aufgreifen könnte, jetzt auch für die europäische Politik oder auch für Deutschland natürlich? Ich habe eingangs schon erwähnt, dass ein Instrument die Mehrwertsteuersenkung auf Reparaturdienstleistungen ist. Das wurde in unterschiedlichen EU-Ländern bereits umgesetzt, darunter in Schweden. Ein anderer Vorreiter mit einem etwas liberaleren Ansatz ist beispielsweise auch Frankreich. Die haben Kreislaufwirtschaft, so einen Routenplan, Fahrplan Kreislaufwirtschaft vor ein paar Jahren verabschiedet, der ein unterschiedliches, sehr liberales geprägtes Maßnahmenpaket
beinhaltet. Da ist eine Möglichkeit beispielsweise der Reparaturindex, der gerade in der Entwicklung ist. Da geht es darum, konkret den VerbraucherInnen Informationen beim Kauf des Produkts zur Verfügung zu stellen, die ihnen ermöglicht, eine Einschätzung über die Reparierfähigkeit des Produktes zu treffen. Das kann man sich vorstellen wie dieses Energielabel, das wir alle kennen, wenn wir Glühbirnen, Waschmaschinen oder Kühlschränke kaufen. Also dann ist da nicht die Energieeffizienz angegeben, sondern eben, wie reparierfähig ist mein Produkt, dass ich eine mündige Kaufentscheidung treffen kann. Wo Frankreich sonst noch ein Vorreiter ist, ist, sie haben ein Obsoleszenzgesetz. Also Obsoleszenz ist ein Gesetz, das Unternehmen unterbindet, Sollbruchstellen in Geräte einzubauen, damit Produkte schneller kaputt gehen. Meines Wissens nach ist das auch in Italien. Zumindest hat Italien, um nochmal ein Positivbeispiel zu geben, 2018 Samsung wie auch Apple verklagt, weil die nachweislich Software-Updates auf ihre Handys bespielt haben, die zu einer Leistungsminderung der Geräte beigetragen haben, damit sich Leute, also damit die Kunden sich dann wieder ein neues Apple- oder Samsung-Produkt kaufen. Das heißt, auch hier Software ist eine ganz wichtige Schnittstelle zur Reparatur oder was auf jeden Fall bei Reparatur und einer Kreislaufwirtschaft Berücksichtigung finden muss. Nicht nur die Hardware. Vielen herzlichen Dank. Aber das zeigt auch mal wieder, dass es immer spannend ist, voneinander zu lernen, auch von anderen europäischen Ländern. Cool, das war super hilfreich und lehrreich. Dankeschön. Dann gebe ich jetzt mal zurück an Micha, der sich jetzt um eure ganzen Fragen kümmert. Also auch vielen Dank, Rebecca. Jetzt wollen wir in die Fragen einsteigen und ihr könntet dadurch, dass ihr die Hand hebt, sozusagen eine Frage stellen. Da gibt es irgendwie bei eurem Panel eine Möglichkeit, die Hand zu heben. Dann könnte ich euch freischalten. Aber natürlich, was auch geht, ist einfach diese Fragen einzutragen. Und da habe ich schon ein paar jetzt gesammelt. Die würde ich jetzt einfach mal zwei davon vorlesen und dann können wir sie ja einfach gemeinsam beantworten und schauen, an wen sie auch gerichtet ist. Also die erste kommt von Carla und sie fragt, wie könnte die Corona-Krise gegebenenfalls konkret als Möglichkeitsfenster genutzt werden für nachhaltiges Handeln und Vorantreiben der Kreislaufwirtschaftsansätze? Ich lese noch eine zweite Frage vor. Von Carsten W. Liebe Anna, lieber Micha, um den Warenumlauf, Umsatz zu steigern, beobachte ich seit einiger Zeit eine starke Tendenz der Hersteller, die Lebensdauer von Produkten künstlich zu verkürzen. Eine Reparatur ist in der Regel nicht wirtschaftlich bzw. nicht machbar. Wie glaubt ihr, könnten wir seitens der EU die Hersteller zwingen, eine Mindesthaltbarkeitsdauer zu garantieren? Wie hoch schätzt ihr die Möglichkeit, eine Mehrheit im Parlament für eine gesetzliche Einfuhrkontrolle oder eine zeitlich erweiterte Produktgewährleistung zu finden? Und vielleicht noch die letzte Frage von Charlotte. Stimmt es eigentlich, dass die Grünen vorgeschlagen haben, dass es ein 25-Euro-Pfandsystem auf alle Handys geben soll? Und wie soll das umgesetzt werden? Also, vielleicht die erste Frage ist ja auch eine, sozusagen, wie man diese Corona-Krise jetzt nutzen soll. Ich weiß nicht, wie alle auch oder wo alle Gedanken dazu haben. Wer möchte von euch einsteigen? Vielleicht Marie-Lena? Super. Also, ich sage mich immer, ich bin sehr vorsichtig, was solche Ansätze, die eine Krise mit einem Ausmaß, wie wir es gerade erleben, als Chance darstellen. Keiner weiß, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und insofern rate ich dazu, dass meine persönliche Haltung ist, das Ganze erstmal mit Demut zu begegnen, weil es gibt viele Menschen, die gerade unter dieser Krise wirklich leiden. Und insofern halte ich es für unangemessen, oder beziehungsweise ich beobachte da zum Teil fast schon so einen gewissen Sozialdarwinismus. Das heißt, dass teilweise zum Beispiel auch von Seiten der Menschen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, solche Kommentare kommen wie, ist doch gut, jetzt geht es der Umwelt besser und die Luft wird besser. Und
Das mag faktisch so sein, nichtsdestotrotz das eine nicht gegen das andere abzuwägen. Das meine ich mit sozialdarwinistisch. Also nicht im Sinne von, dass das Stärkere, das Bessere setzt sich durch, sondern das ist eine Krise und die hat Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Bereiche, Auswirkungen auf natürlich auf das Ökologische wie auf die Wirtschaft. Und darüber müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Also die Krise zeigt ja jetzt auch bestimmte Missstände auf und insofern halte ich es auch für wichtig, natürlich trotzdem das Thema Nachhaltigkeit weiter aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel, indem wir weiterhin über Kreislaufwirtschaft zum Beispiel sprechen. Fridays for Future lässt ja auch die Streiks weiter online weiterlaufen. Also was halte ich für wichtig? Immer mit so einer gewissen Demut und einem Respekt vor der Situation und den Menschen, die jetzt auch gerade vielleicht wirklich darunter leiden. Ja, ich denke auch, dass sozusagen die Menschen sind gerade in einer Krise und wenn wir einen wirklich nachhaltigen Wandel wollen, dann ist das eben nicht einer, der plötzlich durch einen Faktor, der von außen kommt, ein Virus geschieht, sondern dann kommt es dadurch, dass es eine politische Mehrheit und eine politische Bewegung dafür gibt. Und deswegen glaube ich, wäre es vielleicht eine einfache Einschätzung zu sagen, naja, wir können jetzt zeigt es sicher, dass wir alle irgendwie ohne Flugzeuge auskommen können, weil es jetzt nicht eben eine politische Richtung ist, sondern es ist eben kommt von außen. Deswegen glaube ich, dass jetzt die Zeit wenigstens genutzt werden kann, um genau sowas zu machen wie wir, nämlich dazu debattieren, dazu informieren. Aber ich glaube, danach geht die politische Arbeit weiter, dass wir für unsere Inhalte kämpfen. Und das wird sich jetzt nicht durch diese Corona-Krise lösen. Die zweite Frage war ja auch so zum Thema Recht auf Reparatur ist nicht wirtschaftlich. Wie sehen wir die Chancen, sowas im Europäischen Parlament durchzusetzen? Sind dort die Mehrheiten da? Anna, vielleicht möchtest du da zu was sagen? Genau, kann ich gerne machen. Und da war auch noch eine konkrete Frage nach grüner Politik und Pfand. Vielleicht fange ich da kurz an. In der Tat haben die Bundesgrünen das vor kurzem vorgeschlagen. Also dieses Pfandsystem ist bisher sozusagen noch nicht in diesem Aktionsplan auf der EU-Ebene, wenn ich mich erinnere richtig. Und das hat den Hintergrund, dass einfach die meisten Leute, und ehrlich gesagt geht es mir auch so, ihre Handys halt zu Hause liegen lassen, wenn sie sich irgendwie Neues kaufen und weil man irgendwie nicht so ganz genau weiß, wo entsorgt man das jetzt am besten oder sind ja auch meine Daten drauf. Und eine riesen Menge an sozusagen wertvollen Rohstoffen bei uns in der Schublade zu Hause liegt. Und da ist halt die Idee, einfach einen Anreiz zu schaffen, zu sagen, wenn man das wirklich zurückgibt, sodass es auch dann recycelt werden kann, das Handy, dann kriegt man eben nochmal 25 Euro dafür. Also das ist sozusagen so ein bisschen die Idee hinter diesem Vorschlag. Und Chancen im Europaparlament. Also genau, zu Lebensdauer wollte ich nochmal ganz kurz allgemein sagen. Es ist tatsächlich so, und da kann auch bestimmt Rebecca nochmal was zu sagen. Ich war letztens, in einem Repair-Café in Leipzig und da haben die mir nochmal erklärt, dass es wirklich so ist, dass zum Beispiel in einem Mixer ein Zahnrad aus Metall ist und ein Zahnrad halt auf jeden Fall aus Plastik. Und dieses Plastikding geht immer schneller kaputt und es ist wirklich, also man kann das nicht offiziell nachweisen. Es gibt auch viele Studien geplant, auch selbst wenn es, ich glaube, super schwer wirklich nachzuweisen, dass die das wirklich wollen, dass es kaputt geht. Aber es gibt halt in der Tat einfach ein paar minderwertige Stücke oder Teile in bestimmten Produkten, die halt eindeutig dazu führen, dass es schneller kaputt geht. Und ich glaube auch, dass, was Rebecca gesagt hat, stimmt, dass es schon viele Unternehmen gibt, die ja wahnsinnig auf die Barrikaden gehen werden. Ich erinnere auch mal nur daran an die Glühbirnen-Diskussion damals. Also da war es auch so, die Europäische Union hat eigentlich vorgeschlagen, ja, eigentlich was cool ist, ein Ökodesign-Standard sozusagen für Glühbirne. Und es gab einen riesen Hickhack von Unternehmen, aber auch von normalen, sag ich mal, Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, jetzt will die EU mir schon wieder irgendwas vorschreiben. Das heißt, ich glaube schon, dass es Widerstand gibt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass dieses Parlament bisher, und da gibt es auch tolle Analysen bei VoteWatch zum Beispiel, ein bisschen ökologischer geworden ist. Also dass schon diese, also Fridays for Future, dass die letzte Europawahl ein Stück weit auch eine Klimawahl war, dass das Thema so auf der Agenda war, muss man jetzt schauen, was nach Corona passiert, aber dazu beigetragen hat, dass das Parlament ein bisschen so ökologischer abgestimmt hat bisher. Und bei mir im Binnenmarktausschuss ist es so, dass selbst, sage ich mal, die Konservativen vor einem Monat eine Initiative gestartet haben,
für Common Charger, also dass sozusagen alle Handy-Ladegeräte gleich sein sollen, dass es nicht einen Unterschied gibt. Das kam von den Konservativen. Das heißt, ich glaube schon, dass es da grundsätzlich eine Sensibilisierung dafür gibt im Parlament, aber habe echt Angst vor den Lobby-Aktivitäten. Ja, zu dem Thema Obsoleszenz, was du gerade angesprochen hast, das ist in der Tat ein ziemlich umstrittenes Thema, wo ich auch finde, dass es da unterschiedliche Positionen innerhalb der EU gibt. Ich habe gerade ja schon erwähnt gehabt, dass Frankreich zum Beispiel ein extra Gesetz verabschiedet hatte vor ein paar Jahren gegen geplante Obsoleszenz. Auf der anderen Seite hat der Bundestag vor ein, zwei Jahren eine Petition abgelegt, die auch das Recht auf Reparatur gefordert hat, mit einem Verweis auf eine Studie vom Umweltbundesamt, das sich ein bisschen näher mit Obsoleszenz beschäftigt hat, auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Und die Begründung des Bundestages war damals, dass geplante Obsoleszenz nachweislich nicht stattfindet. Also das heißt, da gibt es sehr starke Gegenmeinungen. Wenn man sich die Uber-Studie genauer anschaut, dann werden da so ein paar Sachen verdeutlicht. Also zum einen sind diese Sollbruchstellen, die du gerade beschrieben hast, die rühren halt auch daher, dass es immer kürzere Innovationszyklen gibt. Du hast ja vorhin auch gesagt, mit der Lebensdauer von einem Smartphone ist vielleicht nicht unbedingt die Lebensdauer, aber die Nutzungsdauer, weil immer kürzere Innovationszyklen auch von Herstellern und Unternehmen künstlich herbeigeführt werden. Die Kamera ist ein Megapixel besser, wird aber als das neue Innovationsprodukt promoted. Und dann kommt es auch dazu, dass die Hersteller, wenn sie ja mit einer kürzeren Nutzungsdauer rechnen, ist es dann auch die Frage, baue ich noch so hochwertige Komponenten ein oder hat das dann wieder eine höhere Rohstoffbelastung zur Folge? Also wenn ich kurze Innovationszyklen habe, dann baue ich mein Gerät auch so, dass es nicht unbedingt so lange auch hält. Also da sind dann wieder so unterschiedliche Mechanismen, die ineinander ja, greifen. Aber gerade bei der Softwaregeschichte lässt sich beobachten, dass halt irgendwann laufen die Updates aus und dann kann ich mein Produkt gezwungenermaßen gar nicht mehr weiterverwenden. Also es gibt einfach unterschiedliche Obsoleszenz-Typen. Ich würde ganz gerne noch was zu diesen Pfandsystemen sagen, das ja gerade angesprochen wurde mit den Handys. Ich denke, es ist unbedingt notwendig, sich über so eine über so ein Pfandsystem Gedanken zu machen. Man geht davon aus, dass beispielsweise 120.000 Handys in deutschen Schubladen derzeit lagern. Das sind alleine wahrscheinlich so um die 6 Tonnen Gold, die dann dort verbuddelt sind, wenn man sich das jetzt mal so hochrechnet. Haben wir jetzt in einer kleinen Studie aufbereitet. Auf der anderen Seite hat es aber auch zur Konsequenz, dass wenn man solche Produkte dann wieder einsammelt, Hersteller das oftmals, also man muss aufpassen, dass es nicht dazu führt, wie das aktuell in Deutschland der Fall ist, dass wenn das einmal, wenn ein Wertstoffhof beispielsweise abgegeben ist, dass es dann rechtlich als Müll geführt wird, sondern, das heißt, es ist als Müll geführt und darf nicht mehr repariert werden und wieder in den als benutzbares Gerät zurückgegeben werden, sondern nur die Rohstoffe dürfen wiederverwendet werden. Und da muss irgendwie darauf beachtet werden, wenn man so ein Pfandsystem einführt, dass es nicht unbedingt heißt, das Handy muss zerstört und zerlegt werden, sondern vielleicht kann es auch wieder in der Form nutzbar gemacht werden. Das wäre dabei vielleicht wichtig zu beachten. Okay, jetzt haben wir auch viele Wortmeldungen. Die würde ich ein paar davon gleich mal dran nehmen. Aber davor noch eine kleine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Aber ich würde jetzt von den Wortmeldungen, könnt ihr euch bereit halten, Bernhard M., Doris M. und dann Flavia R., und ich werde euch dann freischalten, das heißt, ich werde sozusagen euer Mikrofon freischalten und ihr müsst auch selber noch euer eigenes Mikrofon dazu freischalten und dann könnt ihr was sagen. Aber jetzt vielleicht noch einmal die kleine Frage an Anna und Micha. Wie hat das EP auf den Circular Economy Action Plan reagiert? Gibt es Parlamentsschlussfolgerungen und wie war der Prozess? Also Bernhard M., Doris M. und Flavia R., ihr könnt euch bereithalten. Anna, möchtest du damit anfangen? Und wie du magst. Also ja, dann fange ich kurz an. Also genau, grundsätzlich ist es so, dass eben aus diesem Aktionsplan dann halt erst noch die Gesetzesinitiativen entstehen. Ne? Also das ist kein Gesetz, was da vorgeschlagen wurde, sondern das ist erstmal ein
Plan, wo ganz viele Maßnahmen aufgezählt wurden. Es ist aber so, dass jetzt eben der Umweltausschuss, wo mich ja drin sitzt, einen eigenen Initiativbericht dazu plant und der Binnenmarktausschuss, wo ich drin sitze, sozusagen da auch assoziiert wird. Das heißt, wir versuchen als Parlament schon erstmal so eine politische Deklaration abzugeben. Und dann, wenn halt dann die Gesetze, die einzelnen Gesetzesvorschriften kommen, dann nehmen wir dazu natürlich auch Stellung, beziehungsweise da sind wir ja gleichberechtigte Gesetzgeber. Genau. Und wenn man sich jetzt mal so anschaut von den anderen Fraktionen, dann wurde der gerade sozusagen von allen, sagen wir mal, proeuropäischen Fraktionen, wurde der wirklich positiv aufgenommen. Das ist übrigens auch eine Antwort darauf, was glauben wir, wie sozusagen das Recht auf Reparatur, ob wir das wirklich kommen kann. Also interessanterweise war es jetzt ja nicht etwas, was wir Grüne versucht haben, dort reinzustimmen durch Änderungsanträge, sondern das kommt direkt von der Kommission. Das heißt, sagen, es gibt da schon mal mehr dahinter, dass es dann wirklich auch kommt. Und dadurch, dass sozusagen von den Konservativen, Sozialdemokraten, wir Linke, Liberale das alles begrüßt haben, was da drin steht, glaube ich auch, dass es sozusagen dann politisches Momentum dafür gibt, dass jetzt wirklich auch was passieren kann. Das hat ja auch Anna schon gesagt. Aber genau, wir stehen jetzt auch eben vor dieser Corona-Krise. Die parlamentarische Arbeit dazu mit einem Bericht aus dem Umweltausschuss, die hat noch nicht angefangen. Und wir müssen jetzt eben schauen, wie es danach weitergeht. Aber wenigstens sagen wir, dass es eben diese Kreislaufwirtschaft und Investitionen auch in die Kreislaufwirtschaft, dass das ja auch was Sinnvolles sein kann, um nach der Corona-Krise auf die wirtschaftliche Krise einzugehen und dort auch zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen, in diesen neu zu schaffenden Industrien. Jetzt würde ich Bernhard M. freischalten. Ich schalte mal dein Mikro frei. Und kannst du uns hören und können wir dich hören, Bernhard? Können wir mich hören? Ja, wir hören dich. Perfekt. Was ist deine Frage? Ja, hallo erstmal. Schönen Abend zusammen. Ja, ich komme aus dem Fach. Ich arbeite hier im Landkreis auf einem Wertstoffhof, beziehungsweise auf mehreren Wertstoffhöfen und beschäftige mich jeden Tag mit dem, was die Leute entsorgen. Und ich finde, von dem, was ihr vorhin gesagt habt oder als Frage aufgeworfen habt, was wir lernen können aus der Corona-Krise, ist vielleicht ein bisschen schwer, aus einer Krise wie Corona etwas zu lernen, was die Abfallwirtschaft betrifft. Wir hatten vor der Krise ein Abfallmehraufkommen von über 30% innerhalb eines Jahres. Da spielen vor allen Dingen Online-Shops eine große Rolle, die viel verschicken mit Verpackung. Da spielen Möbelgeschäfte eine sehr große Rolle, zwecks Verpackung. Da spielt eine Rolle die IT, Fernseher, Computer, Verpackung, wahnsinnig. Ich glaube nicht, dass wir jetzt durch eine Krise, in dem der Konsum eingeschränkt worden ist, nach der Krise daraus was lernen, weniger Konsum durchzuführen, weil die Industrie sich ja in der Zeit jetzt nicht Gedanken gemacht hat, wie sie Verpackung einsparen kann oder wie sie Produkte länger brauchbar machen. Auch hier muss ich dazu sagen, die Geräte halten nicht mehr länger wie 2 Jahre oder anderthalb. Sie gehen meistens nach einer Halbjahresgarantie schon kaputt. Wir schmeißen hier bei uns Flachbildschirme weg, neueste Computer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, danke Bernhard. Wir nehmen den Punkt auf. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dazu steht nämlich auch was drin zu dieser Frage von Lieferung. Jetzt würde ich Flavia, ich würde dich jetzt freischalten. Und Bernhard wieder stumm. Flavia, ich schalte dich frei. Flavia, hörst du uns? Ja, super, vielen Dank. Perfekt. Ich habe eine Frage an Anna und dich, Michael.
nur zu ein bisschen, ihr habt es eigentlich auch schon angerissen, aber ein bisschen zu plaudern aus dem Nähkästchen, aus den Debatten im Ausschuss rund um Kreislaufwirtschaft und Green Deal. Wo stehen da die anderen Parteien? Wo sind die konstruktiv? Wo kann man Mehrheiten für gewinnen? Wenn ihr da so ein bisschen, was ihr schon angerissen habt, das noch ein bisschen ausführen könntet, das finde ich sehr spannend. Mhm. Dankeschön. So, die andere Person, die ich gerade genannt habe, sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Von daher können wir vielleicht erstmal darauf eingehen. Möchte jemand anfangen? Und ich versuche, genau, hier das mal zu organisieren. Also die erste Frage von Bernhard war so ein bisschen zu dieser Phase. Also, okay, Corona-Krise, wir können dadurch wahrscheinlich nichts erwarten, aber vor allen Dingen auch, was ich total spannend fand, diese Zunahme von Abfall in dem letzten Jahr, vor allen Dingen durch Rücksendungen. Ich kann dazu nur sagen, was ich wichtig finde, was auch in dieser Strategie und was die Kommission jetzt eben vorschlägt, ist, dass eben das Schreddern von Rücksendungen, was ja zurzeit praktiziert wird, dass das auch verboten werden soll. Ich halte das für extrem wichtig, denn eben die Art und Weise, wie sich unser Einkaufverhalten verändert, ist, dass wir sehr viel im Internet bestellen, anprobieren, zurücksenden und große Händler wie Amazon, die oder aber auch H&M und so, die Dinge, die dann zurückgesendet werden, nicht nochmal neu einstellen, sondern diese einfach schreddern und auf den Müll werfen. Und genau diese unglaublich ressourcenverschwendete, absurde Praxis soll eben jetzt auch von der Kommission verboten werden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und richtig. Gibt es ja auch schon in manchen Mitgliedstaaten. Aber ich glaube, da kann auch jeder verstehen und jede, dass eben hier Ordnungspolitik gebraucht wird und dass hier der Staat auch sagen muss, so geht's nicht, das darf jetzt nicht mehr passieren. Aber Marilena, du wolltest da... Ja, bitte. Also ich finde, wir haben jetzt hauptsächlich die Perspektive aus gesellschaftlicher, also die gesellschaftliche Perspektive angekommen, dass... Entschuldigung, jetzt geht hier das Telefon von mir. Also die gesellschaftliche Perspektive eingenommen. Also was muss die Politik tun, damit wir als Bevölkerung sozusagen bessere Entscheidungen treffen können? Aber ich finde, was manchmal, oder nicht, was nicht vergessen wird, aber was in unserem Diskurs gerade noch ein bisschen fehlt, ist, was brauchen eigentlich Unternehmen auch, um besser handeln zu können? Weil wenn ich überlege, dass Unternehmen ja letztendlich auch irgendwo viel dem Shareholder-Value-Ansatz nicht ausgeliefert sind, aber im Prinzip ja schon gezwungenermaßen immer weiter zum Wachstum auch aufgefordert sind, also auch Unternehmen ja letztendlich bestimmten Auflagen irgendwo unterliegen, nämlich immer mehr Rendite auszuschöpfen, dann frage ich mich, wie kann man da letztendlich auch, oder das spielt ja auch eine Rolle bei dem ganzen Ansatz, man muss ja versuchen, die Akzeptanz von allen Seiten das Konzept zu erhalten. Zumindest wäre das eine Frage von meiner Seite aus, als nicht in dem Bereich. Soll ich kurz was zum Ausschuss sagen? Genau, bitte. Ja. Genau, ganz kurz. Ich meine, wir hatten es ja auch schon angesprochen, und aber vielen Dank, Flavia, für deine Frage. Also, ich glaube, zwei Sachen sind irgendwie wichtig. Erstens, also die sage ich jetzt mal für uns sprechen. Erstens ist, die Kommission hat schon einen starken Vorschlag vorgelegt. Also es ist eben nicht so, dass das Parlament, also es gibt immer noch Sachen zu verbessern und das versuchen wir natürlich dann auch als Grüne, aber es ist schon mal so, dass eine starke Grundlage gelegt wurde. Und das ist, glaube ich, gut. Zweitens habe ich auch das Gefühl von meiner bisherigen Arbeit, jetzt seit Mai sind wir jetzt erst gewählt in Brüssel, dass es gerade in dem Bereich auch eine starke NGO-Szene gibt in Brüssel, was auch halt richtig wichtig ist, sozusagen, um dann richtig auch Wind zu machen, wenn es im Parlament dazu kommt. Dann das Dritte, was ich glaube auch sozusagen für uns spricht, sage ich mal, dafür diese Themen, dass die gut vorangehen auch im Parlament, ja, ist eben schon, dass es alles in diesem Framework Green Deal passiert und dass ich glaube schon der Bereich Kreislaufwirtschaft halt der ist, wo die meisten noch glauben, das kann man am einfachsten umsetzen. Also eben leichter vielleicht als jetzt alle fossilen Subventionen abzuschaffen oder leichter als, also das heißt, das ist glaube ich noch der Bereich, wo vielleicht auch die Kommission denkt oder auch viele andere so eher konservativere, sag ich mal,
dass man da noch am ehesten liefern kann zu dem großen Versprechen Green Deal. Und das Letzte, was ich nochmal als Beobachtung interessant finde, sind die Liberalen. Also man kann ja von, sage ich mal, Macron halten, was man will, aber es ist schon so, dass wir die Liberalen sozusagen brauchen für eine progressive Mehrheit und dass die sich jetzt schon ein bisschen gewandelt haben und auf einmal so die neuen Ökos und Klimas werden wollen. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, die jetzt auch uns hilft für die Mehrheitsverhältnisse im EP. Aber Micha kann ja noch irgendwie mich korrigieren, wenn er das anders sieht. Ja, ja, also man muss sich mal fragen, welche Liberale? Nicht die Deutschen. Genau, ja, erstens nicht die deutsche FDP ist, glaube ich, jetzt nicht diejenige, die sozusagen absolute Öko-Liberalen sind. Bei Macron, wie du gesagt hast, da sind wirklich positive Elemente dabei. Ich bin selber im Industrieausschuss auch noch, also im Umweltausschuss und dann auch im Industrieausschuss. Und da zum Beispiel, also ich bin für das Klimaschutzgesetz auch zuständig und es ist ganz spannend, weil im Industrieausschuss die Liberalen überhaupt keine gute Rolle spielen und wir quasi als Grüne die einzigen sind, die noch diese ökologischen Themen thematisieren wollen, aber dann immer sozusagen eine Mehrheit von den anderen gegen uns haben. Und im Umweltausschuss, da sind die Liberalen auf der guten Seite. Ich glaube, noch eine Sache auch zu Marilena, die ich gerne sagen wollte, die ich auch total wichtig finde jetzt mit dem Green Deal und mit der Corona-Krise. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sich im Zuge der Debatte des letzten Jahres um den Klimaschutz, im Zuge auch dessen, was die Kommission versprochen hat, dass wir insgesamt als Europa CO2-neutral werden wollen, dass wir stark in die Kreislaufwirtschaft einsteigen wollen, die sich jetzt natürlich auch entschieden haben zu sagen, okay, wir investieren da jetzt rein und wir wollen sozusagen uns verändern. Und jetzt kommt die Corona-Krise und manche Unternehmen verlieren jetzt zum Beispiel das Kapital, um zu investieren. Und auf der anderen Seite wird der Green Deal angegriffen von zum Beispiel Konservativen, aber auch von der deutschen CDU. Markus Pieper hat gesagt, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich, gerade für die Unternehmen, weil die haben sich jetzt entschieden, die haben investiert, die haben gesagt, nee, wir gehen jetzt in diese Richtung. Und jetzt, wenn die Politik jetzt sozusagen schlingert und sagt, ja, das mit dem Green Deal, das haben wir jetzt doch wieder anders überlegt, dann haben die auch falsche Investitionen gemacht. Das heißt, es ist eigentlich, sagen wir, halten Stabilität dann durch, wenn wir jetzt diesen Weg weitergehen und gerade in die Kreislaufwirtschaft das durchziehen, da investieren, die Dekarbonisierung der Industrie vollziehen. Genau, das ist, glaube ich, dann auch sozusagen eine Möglichkeit, Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen, die sich dafür entschieden haben. Das heißt, es geht nicht hier sozusagen gegen diese bösen Unternehmerinnen, sondern auch diejenigen, die grün sind und gesagt haben, wir müssen raus aus dem Fossilen, die müssen wir jetzt weiter unterstützen. Ich wollte jetzt noch ein paar mehr Fragen dran nehmen. Zuerst welche vorlesen und dann noch ein paar, die sich gemeldet haben. Da würde ich sagen, Cornelius Z, bitte halte dich bereit, Alexandra P und dann Florian S. Ich schalte euch dann gleich frei und lese jetzt aber noch Fragen vor. Von Alexandra, viele Plastikelemente werden nicht recycelt, weil Stoffe zugesetzt sind, die das unmöglich machen. Ist die Regulierung von Plastikkarten Teil des Green Deals, wie bei Glas? Wenn nicht, warum nicht? Von Christopher. Wenn geringe Produktionsmengen, die geringen Produktionsmengen machen Rezyklate teurer als Primärstoffe. Dadurch fehlen Anreize für die Ausweitung der Kapazitäten. Wie kann man dies aus eurer Sicht durchbrechen? Und von Clara W. Spielen auch niederschwellige gesellschaftliche Bewegungen wie Repair-Cafés eine Rolle beim runden Tisch Reparatur? Wie können solche Projekte ins Leben gerufen und gefördert werden? Sollen wir erstmal mit der letzten anfangen, zum runden Tisch Reparatur und dann die anderen Fragen durchgehen. Genau, beim runden Tisch Reparatur haben wir auch als aktive Mitglieder einige Repair-Cafés oder Repair-Cafés-Vereinigungen. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, das auf lokaler Ebene zu initiieren. Auf der einen Seite ist natürlich auch
ein gewisses Fachwissen notwendig. Da kann man beispielsweise auf der Seite von iFixit Reparaturanleitungen kostenlos zugänglich machen. Also um erstmal so an die Informationen zu kommen. Das ist eine Community, wo ähnlich wie bei Wikipedia in Gemeinschaft Reparaturanleitungen erarbeitet wurden. Die anderen Sachen sind natürlich die Frage nach dem Raum und dem Publikmachen. Da gibt es unterschiedliche Stiftungen, wie beispielsweise die Anstiftung, die auch bei uns Mitglied ist im Vorstand, die vereinzelt Rebair-Cafés unterstützen. Also da kann man kleinere Anträge stellen, aber auch sich entsprechendes Know-how oder Inspiration geben lassen. Und dann war die Frage nach diesen geringen Produktionsmengen von Rezyklaten und den Anreizen. Wie kann man das durchbrechen? Will jemand von euch sagen? Oh ja, Rebecca, gerne. Ich bin da jetzt nicht so, also ich habe da jetzt nicht so die Expertise und den Durchblick, was ich mir aber, wenn man aber sich jetzt erstmal so die Menge anguckt, was ich vorhin schon gesagt habe, wie viel überhaupt dem Recycling erfasst wird, dann ist es ja auch in erster Linie mal eine Frage der Sammlung der Geräte oder der Abfallsammlung, dass man die verbessert oder erhöht. Da ist ja eine Forderung beispielsweise, dass man eine Wertstofftonne einführt. Das heißt, dass ich meine Altgeräte nicht nur auf den Wertstoffhof bringen muss, sondern dass ich direkt zu Hause die Möglichkeit habe, die zu entsorgen. Ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, um auf jeden Fall die Verfügbarkeit von zu recycelnden Produkten zu erhöhen. Und natürlich auf der anderen Seite illegale Exporte von Elektrogeräten oder anderen zu recycelnden Produkten zu stoppen. Ich glaube, auch eine Frage ist auch, wie kann man oder beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit, günstigere Kunststoffe, die aber nicht so sinnvoll sind, aus den Produkten herauszudrängen durch zum Beispiel Quoten oder das Vorschreiben von Recycelbarkeit und so weiter. Und auch das steht ja in dieser Strategie drin, dass es kommen soll. Also vielleicht geht es auch darüber. Dann war noch eine Frage zu den Plastikelementen. Und die werden mit Stoffen zugesetzt, die es unmöglich machen, zu recyceln. Ist das auch da drin? Und wenn nicht, warum nicht? Ich schaue mir die ganze Zeit heimlich sozusagen hier diesen Plan an. Ich habe sozusagen, das ist mein Cheat Sheet, weil da so viele interessante Sachen drinstehen und ich dann aber immer wieder drauf schaue. Also ich kann ganz kurz nochmal dazu ein Beispiel sagen. Ich hatte letztens auch ein Unternehmen besucht in Zittau, also im Osten von Sachsen. Das ist eine der wenigen Unternehmen in Europa, die solche Plastik-Recycle-Müllanlagen herstellen. Das war total interessant. Und da war eigentlich auch die Haupterkenntnis, also der Geschäftsführer sagte, immer weniger Plastik kann man eigentlich wirklich gut in diesen Maschinen recyceln, weil ganz oft verschiedene Schichten gemacht werden. Also zum Beispiel gerade alle so Saftpackungen oder Saftflaschen haben nochmal eine Extraschicht. Das hat irgendwie auch, glaube ich, damit zu tun, dass der Geschmack da nicht rausgeht oder was auch immer. Und das führt einfach dazu, dass die nicht mehr recycelbar sind. Das heißt, es wäre eigentlich schon wichtig, dass man das gesetzlich vorschreibt. Ob das jetzt genau drin ist in dem Plan, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Müsste ich auch mal spielen. Es ist drin. Es geht genau darum, dass eben jetzt Vorgaben gemacht werden sollen, die die Wiederverwendbarkeit von Plastikverpackungen ermöglichen und verstärken. Also genau in diese Richtung geht es auch in diesem Plan. Und ja, also sozusagen, es ist drin, deswegen müssen wir die Frage nicht beantworten, warum nicht. Ich glaube aber, eine wichtige Sache ist auch noch dieses Mikroplastik. Weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, was da auch eben genannt wird und was auch so eine der größten Sachen ist. Wie ist das? Man isst, glaube ich, in der Woche so viel Plastik, wie in einer Kreditkarte drin ist. Genau über solches Mikroplastik kommt es eben sozusagen bei uns auch in den Körpern. Und auch darum geht es, dass diese Mikroplastik
dass Mikroplastik in den Produkten reduziert werden soll. So, jetzt würde ich aber, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, nur noch eine Viertelstunde, es geht rasend schnell, nochmal drei Wortmeldungen rannehmen wollen. Also Cornelius, ich schalte dich jetzt frei und danach kommt Alexandra und dann Florian. Cornelius. Ach, guten Tag. Hört ihr mich? Ja. Für mich würde vor allem der Aspekt nochmal interessieren, du hast angesprochen, Wiederverwendung von Plastik, aber die eigentliche Vision, wo wir ja hinwollen, ist jetzt nicht nur eine Wiederverwendung, die wir vielleicht zwei, dreimal wiederverwenden, sondern irgendwie generell bei der Kreislaufwirtschaft ist die Vision ja eine dauerhaftes führenden Kreisläufen, also nicht nur zwei, dreimal, sondern irgendwie in einem technischen Kreislauf, der auch ewig funktionieren kann. Und das hängt ja eben sehr, sehr viel davon ab, von dem Produktdesign, von der Definition, was gehört in welchen Kreislauf oder in was für Nutzungsszenarien ist das gedacht und wie ist das Nutzungskonzept, das Rücknahmekonzept sich überlegt, wem gehört das? Wo habt ihr da, wie weit seid ihr darauf gerade alle? Ich meine, das ist nur Wiederverwendung oder ist es wirklich auch ein Schritt in diese Richtung dieser Vision, der Cradle-to-Cradle-Vision? Für mich, also ich weiß nicht, ob es den anderen genauso ging, du bist ein bisschen abgehackt gewesen, aber wir haben, glaube ich, den Punkt bekommen, also es geht eben nicht nur um das paar Mal Wiederverwenden, sondern es geht wirklich um diese Frage, in die konstante Kreislaufwirtschaft einzutreten und wie kommen wir dahin? Dann würde ich jetzt Alexandra freischalten. Alexandra. Hallo, danke. Hi. Danke für die Beantwortung meiner Frage vorhin. Der hat mich super gefreut. Jetzt habe ich mich eher gefragt, ich mache auch selber Upcycling und repariere wahnsinnig viel, war allerdings noch nie bei so einem Repair-Café, weil ich alles, was ich darüber lerne, aus YouTube lerne. Wie schätzt ihr das Potenzial ein, dass über Social Media wir da fast schneller sind, als die Gesetze aufholen können? Also, dass wir da schon Upcycling und so weiter machen. Also, aber gerade wenn ich an die ganzen Nähvideos denke, meine Nähmaschine ist auch 30 Jahre alt. Also, ich habe auch keine neue, ne? Habe da auch wieder Material und so weiter gespart und wiederverwerte meine Klamotten schon und so. Denkt ihr, bis wir die Gesetze fertig haben, sind sie schon überflüssig? Ja, vielen Dank, Alexandra. Ich schalte dich kurz wieder weg und dann kommt Florian dran. Florian, hörst du uns? Schönen guten Abend, könnt ihr mich hören? Guten Abend, ja, wir hören dich. Sehr gut, hallo. Heute wurde ja auch über den Zero Waste Lifestyle geredet. Ich selber komme als Ingenieur mehr so aus der Industrie und frage mich halt, wie man Kreislaufwirtschaft eigentlich in der Schwerindustrie umsetzen kann. Zum Beispiel sehe ich das Problem, dass wir in den letzten Jahrzehnten durch den Einsatz von Kohlefaserverbundwerkstoffen im Flugzeugbau und auch Windkraftanlagenbau massive Effizienzsteigerungen hinbekommen haben, ohne dass wir wissen, wie wir diese Werkstoffe überhaupt recyceln können. Die ganzen Windkraftanlagen müssen verschrottet werden und es kann nicht recycelt werden. Könnt ihr das ein bisschen quantifizieren? Wie sehr kommt es so auf diesen Lebensstil des Einzelnen an? Und wie sehr kommt es dann eben auf die gesamte Wirtschaft an? Und wie kann man solchen Zielkonflikten begegnen, wo eben auch grüne Technologie letztendlich auf gar nicht grüne Weise produziert wird? Vielen Dank, Florian. Die erste Frage war jetzt zur Frage Wiederverwendung von Plastik in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Inwieweit oder geht es dort in die richtige Richtung? Was brauchen wir noch dazu? Gebe es jetzt mal in die Runde. Rebecca, wie schätzt du sozusagen auch das, was da von der Kommission gekommen ist, ein? Geht es da sozusagen, ist das genug? Du hast ja auch vorhin schon gesagt, es sind noch nicht mal konkrete Ziele da drin formuliert.
Also ich beschäftige mich in meiner Arbeit hauptsächlich mit metallischen Rohstoffen, deswegen kann ich zu Plastik nicht so viel explizit sagen. Wenn ich aber mit Blick auf den Green Deal, da wird ja gefordert, dass es eine Kreislaufwirtschaft bis 2050 konsequent umgesetzt wird. Und wenn ich mir eine Kreislaufwirtschaft vorstelle, dann heißt es ja, dass ich dann eigentlich einen kompletten Kreis habe, in den ich nichts mehr einführen soll. Das ist ja die etwas längere Vision des Green Deals. Das sollte ja dann auch für Plastik gelten, weil das ja in der Regel auf Erdölbasis passiert und man von diesen Produkten wegkommt. Das Risiko, das ich da gegebenenfalls sehe, ist, dass es dann einen zu starken Schwenk auf Biomasse gibt. Also dass man da auch versucht, was auch gerade mit Zielkonflikten angesprochen wird, nicht versucht, durch einfach verfügbare Verpackungsmaterialien oder ein Übermaß an Verpackungsmaterialien das dann in diesen Biomassesektor auszulagern. Aber generell würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ich sehe da schon auch der Aktionsplan abgebildet, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass man das in der Kreislauf führen will. Die Frage ist nur, was sind die zeitlichen Etappen, also bis 2050 oder was sind so diese Zwischenschritte, die auf jeden Fall noch definiert werden müssen? Danke, danke schön. Jetzt diese Frage, kommen eigentlich diese Gesetze zu spät, weil die Menschen durch Social Media und YouTube sowieso schon eingestiegen sind darin, das alles umzusetzen? Ich würde es jetzt einfach mal an Marilena geben, weil du damit so viel Erfahrung hast. Wie siehst du das und wie nimmst du das auch wahr, vielleicht aus deiner täglichen Arbeit als Bürgerin? Also ich muss dazu vielleicht sagen, also Bloggerin bin ich ja tatsächlich nicht, aber ich finde es interessant, inwiefern sich letztendlich so Bewusstseinsprozesse eben auch auf sozialen Medien, in anderen Kommunikationskanälen, wie die dort sichtbar werden. Und letztendlich kommt es natürlich immer darauf an, wie man das Ganze nutzt. Und insofern sind natürlich solche Tools wie YouTube, wo dann so Repair-Videos gezeigt werden, halte ich für groß. Ich glaube aber, das ist natürlich keine, also ich glaube nicht, dass es Gesetze ersetzt und auch nicht ersetzen sollte. Das Ganze sollte, denke ich, Hand in Hand laufen und das eine das andere stützen. Also ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, wenn wir als Einzelne diesen Prozess weiter vorantreiben, wenn wir aber davon überzeugt sind und uns dafür politisch einsetzen, aber auch eben in unserem Umkreis. Man glaubt ja gar nicht, wie viel man letztendlich bewegen kann in dem eigenen, also in einem kleinen Maßstab eben auch schon. Also gerade so Quartiersentwicklung spielt dabei ja auch eine große Rolle. Und ich glaube, die sozialen Medien wurden viele lange Zeit unterschätzt, was man ja auch an, weiß ich nicht, an dem Rezo-Fall gesehen hat, wie viel Wirkkraft das auch einfach haben kann. Und insofern hoffe ich natürlich schon, dass da irgendwie weiter positive Wirkkraft daraus hervorgeht. Aber ich glaube nicht, dass es ein Gesetz, dass jetzt die Gesetze abhängen können. Möchte noch ein anderes, Anna oder so? Ich könnte nur kurz auf die letzte Frage eingehen, also jetzt dazu nicht mehr. Okay. Ja, ich. Also ja, vielleicht, genau, ich sehe das eigentlich auch so wie Marilena, dass es wäre, also ich würde es total freuen, wenn wir sagen würden, ja, okay, es braucht eben sozusagen diese staatlichen Vorgaben nicht und eigentlich passiert schon unglaublich viel und es passiert ja wirklich auch schon unglaublich viel in manchen Teilen nicht und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen die Überleitung auf die letzte Frage, nämlich sozusagen Windkraftanlagen, die kann man ja nicht sozusagen in Eigenregie recyceln, sondern da brauchst du dann die Vorgaben aus der Politik, wie sowas dann konstruiert werden muss. Aber Anna, du wolltest dazu auch noch was sagen. Also ich fand die Frage sehr spannend nach den Zielkonflikten, weil das ist ja in der Tat was wir super oft sehen. Ich zum Beispiel wusste gar nicht, dass man Windkraftanlagen jetzt quasi so schwer recyceln kann. Aber andere Zielkonflikte sehen wir bei Elektroautos und den Batterien. Oder wir haben sie in der Vergangenheit gesehen bei Biogas. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen kann man einfach auch ein bisschen lernen, dass man erstens bei jeder Politikmaßnahme auch wirklich so eine breite Folgenabschätzung macht und sich überlegt, was bedeutet das für andere Politikbereiche. Und dann halt eben versucht, die Risiken auch zu minimieren. Also dass man sagt,
Ja, wir werden eben wahrscheinlich ein paar Elektroautos brauchen, auf jeden Fall. Aber dann müssen wir eben gucken, dass wir gleichzeitig eine Gesetzgebung machen, die sicherstellt, dass die fair abgebaut werden, die ganzen Rohstoffe, die wir dazu brauchen oder das Lithium oder whatever. Also das finde ich total wichtig. Und dann, genau, Florian, nochmal, finde ich total spannend, dass du sozusagen eher aus der Schwerindustrieperspektive kommst. Ich finde das immer cool, kannst du auch immer Kontakt mit uns aufnehmen und deine Erfahrung sozusagen mit uns teilen, mit mich und mir, weil ich glaube, es ist immer gut, auch Leute aus der Praxis zu kennen, die da in den Bereichen aktiv sind, wo wir jetzt irgendwie, wo ich mich, kenne mich jetzt im Schwerindustriebereich nicht so aus, ehrlich gesagt. Also kannst du ja gerne mal schreiben. Perfekt. Genau, und also gerade vielleicht nur zum Thema Industrie. Die Kommission hat auch gerade eine Industriestrategie vorgelegt, wo sowas eben auch behandelt wird oder eben nicht behandelt wird. Also da fehlen auch wirklich einige Sachen. Und da, also gerade in der Schwerindustrie, Stahl, Chemie, wo Plastik auch hergestellt wird, da gibt es natürlich unglaublich viele Notwendigkeiten von sozusagen geschlossenen Stoffkreisläufen. Also wenn zum Beispiel CO2 in der Chemieindustrie verwendet wird, dass das CO2 dann nicht entweicht, sondern dass man es wieder einfängt und dann wieder benutzen kann für die chemischen Prozesse, die dort funktionieren sollen. Das sind natürlich alles große Aufgaben, die auch Investitionen brauchen und viel Geld brauchen, damit man sich dann neue Anlagen kauft. Aber das ist eigentlich auch das, was der Green Deal leisten soll und was sich die Kommission vorgenommen hat. Rebecca, du wolltest noch eine Sache sagen? Ich wollte nur ganz kurz, weil dieses Thema Zielkonflikte auch bei uns gerade sehr zu Diskussionsbedarf führt, weil gerade mit Blick auf den Ausbau von erneuerbaren Energien, du hast gerade auch das Thema Windkraftanlagen angesprochen, wird es einen enormen Anstieg an Nachfrage nach metallischen Rohstoffen geben. Und weil auch die Frage war, ja, Zero Waste im eigenen Leben, also gerade die Sektoren, die anschwellen werden, die sind gar nicht so von dieser Konsumwelt so stark betroffen. Also jetzt, es wird immer das Beispiel Handy oder Laptop oder das Fernsehgerät genannt, aber das sind im Endeffekt, wenn man sich so die Mengen anguckt, wo die Rohstoffe im Endeffekt hingehen, relativ kleine Bereiche. Also viel entscheidender ist die Frage dann eher, wie viel Energie werden wir in Zukunft verbrauchen, weil davon abhängt, wie wir unsere Energienetze ausbauen. Aber da führen wir auch beispielsweise intern auch mit unterschiedlichen NGOs die Frage, was bedeutet das eigentlich dann wirklich an Reduktionszielen, wenn wir gleichzeitig einen kompletten Systemumschwung hin zu Erneuerbaren haben wollen. Und das finde ich eine spannende Frage, die wir auch führen und würde mich ja auch weiterhin interessieren, wie sich andere Organisationen dazu positionieren. Danke. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Es gibt eine letzte Frage, die ich noch stellen möchte. Und zwar geht sie an Marilena. Was empfiehlst du uns Grün- und Ökopolitikern in puncto Kommunikation? Wie sollen wir solche sperrigen Dinge wie Kreislaufwirtschaft rüberbringen? Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, mit der ich auch schon mit dem sogenannten Netzwerk Weitblick eine sehr schöne Diskussion im Grunde eines Zusammenkommens von Menschen aus dem journalistischen Bereich und WissenschaftlerInnen hatte und wie man da gegebenenfalls Synergien schaffen kann, wie man voneinander lernen kann, da Wissenschaft teilweise Schwierigkeiten hat, diese komplexen Themen an die Menschen zu bringen. Und insofern glaube ich, sind da auch noch Potenziale, die gar nicht ausgenutzt oder die noch nicht genutzt sind, in Form einer Zusammenarbeit möglicherweise. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass auch Wissenschaft sich bewusst macht, dass reine Zahlen, Daten und Fakten eben, wenn es eben darum geht, Menschen auch vielleicht für bestimmte Themen zu begeistern, dass es da oft auch mehr Geschichten braucht. Zumindest war das so ein bisschen so eins der Ergebnisse, dass wir in dieser Runde, dass da zutage gekommen ist, dass Menschen positive Visionen brauchen, nicht nur Untergangsszenarien, sondern eben auch letztendlich Visionen und Bilder, nach denen sie sich richten können. Und ich glaube, das fehlt oft in etwas trockenen Texten, die auch wichtig sind, weil Wissenschaft ja auch objektiv berichten soll, anders als Medien es oft tun. Aber vielleicht eben dadurch, dass man zusammenarbeitet, könnten gegebenenfalls solche Probleme gelöst werden. Vielen, vielen Dank. Ich
schließe jetzt das Webinar. Ich entschuldige mich bei allen, deren Fragen ich jetzt nicht dran habe nehmen können. Vielen Dank für diese Teilnahme, für eure Interesse, für eure Fragen. Vielen Dank, Rebecca und Marilena, dass ihr da wart und mit uns geredet habt, uns erklärt habt und uns auch, also mir zumindest, aber ich glaube, Anne, dir geht es genauso, auch viele Anstöße gegeben habt, was wir jetzt noch weiter machen können. Ich fand das auch super jetzt gerade das Schlusswort, was du gesagt hast. Also wie schaffen wir es eigentlich durch Geschichten und darüber reden, dafür für diese Frage von Nachhaltigkeit, von Kreislaufwirtschaft eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen, aber auch, dass die Ideen sich verbreiten. Da gibt es ja viele tolle Ideen mit Repair-Cafés, wo man das wirklich praktisch erleben kann. Ich glaube auch, dass man sozusagen dieses Recht auf Reparatur, was jeder hat, sozusagen als mein eigenes Recht für mein Telefon, das ist auch was, was man, glaube ich, ganz gut nutzen kann dafür, dass wir das sagt, da kommen gute Dinge von der Europäischen Kommission, lasst uns die unterstützen, lasst uns das weitertreiben. Anna und ich machen es jetzt auf jeden Fall weiter im Parlament, machen es jetzt von zu Hause, aber hoffentlich kommen wir auch bald hier wieder raus. Ich glaube, mir bleibt nur noch allen zu sagen, vielen Dank für die Teilnahme, bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir melden uns wieder mit weiteren Themen. Vielen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt.